Lieber Ulrich, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du hattest gesagt, du wärst gerne bei dem Vortrag dabei, den ich letzte Woche an der British Library gehalten habe über Print Culture and Soundscape of the German Reformation. Nun konntest du nicht reisen und der Vortrag selbst war, denke ich, auch für dich nur in Teilen interessant, denn du weißt sehr viel mehr als ich über die Drucke der British Library. Und ich hoffe, wir werden vielleicht auch einmal gemeinsam dort wieder es uns anschauen. Aber ich dachte, als Geburtstagsgeschenk nehme ich für dich den Klangteil auf als separate Kurzvorlesung. Und den Zugang, den ich mir gewählt habe, war der mit einer Frau, die 1522 nach Wittenberg hineinkam. Elisabeth von Meseritz, junge Nonne, 18, 20 Jahre, die aus dem Baltikum nach Wittenberg kam, nachdem sie Bugenhagen predigen gehört hatte. Und sie kommt in den Umkreis Martin Luthers und wird eine der ersten Autorinnen für das evangelische Choralprojekt und schreibt ein Choral, den sie betitelt, ein Lobsang von Christo. Jetzt werde ich also den Weg zu diesem Choral aus der Sicht Elisabeths versuchen nachzuvollziehen. Sie war aufgewachsen mit der Klangwelt Kloster. Das ist hier ein Beispiel aus Kloster Ebsdorf in Norddeutschland, wo man sieht, wie schon die jungen Mädchen die Notenschrift lernten und das Ganze innerhalb eines wissenschaftlichen Systems von Akkorden, von praktischer Anwendung auch im Orgelspiel und alles umfangen aber und beschützt innerhalb der Klostermauern, die auch in gewisser Weise als Schallschutzmauern dienten. Es kam nur an wenigen Gelegenheiten weltliches Liedgut hinein in das Kloster. Und eine ähnliche Situation fand sie durchaus in Wittenberg vor, als sie dort hinkam. Es war zum Beispiel im Schulgebrauch ein Enchiridion Utriusque Musicae Practicae, was von Georg Rau zusammengestellt wurde. Und man sieht hier auf dem Titelblatt sowohl die Vielfalt der Instrumente, die eingesetzt wurden, wie auch den Chorsatz, der gerade für Schüler dann vierstimmig ausgesetzt wurde. Und in dem Vorwort zum ersten Gesangbuch schreibt Luther auch, dass er darum angeregt hätte, das Ganze mehrstimmig zu setzen, weil das doch auch der Lust der Jugend förderlich sein könnte, die sonst wohl Buhl-Lieder singen würden und nicht die den Chorälen frönen. Und das in der Stadt wurde dieses Instrumentarium eingebettet, das sie aus dem Kloster kannte, also portativ, durch weitere Instrumente wie Harfe, Laute, Flöten, Schalmeien, und rechts unten sieht man eine kleine Kniegeige, die gespielt werden konnte. Im Bild ist der blinde Organist Konrad Paumann. Ähnliche Musiker gab es auch in Wittenberg. Und das heißt, dass die Klangwelt, die sie in der Kirche erleben konnte, war nicht so anders von der, die sie auch im Kloster erlebt hatte, bis darauf, dass es eine größere Gemeinde um sie herum gab. Wichtig in die Klangwelt mit einzubeziehen ist natürlich auch das gesprochene Wort. Denn für die Verbreitung der Reformationsideen nicht zu unterschätzen ist die mündliche Verbreitung und wie wir es ja auch diskutiert haben, die 95 Thesen werden eigentlich erst im Sermon von Ablass und Gnade wirklich erfolgreich, sobald sie in die Oralität umgesetzt werden.
weiterhin in Wittenberg, war natürlich auch noch zu hören, die katholische Traditionskultur an Wallfahrten und Prozessionen, die mit Glocken und auch Gemeindegesang durchgeführt wurde. Und während Luther Wallfahrten um ihrer selbst willen und vor allem um des Ablasses willen ablehnte, griff er bewusst für die Choralproduktion auf die Liedweisen zurück, die vom Volk während den Prozessionen, während der Prozessionen gesungen wurden. Wir haben zum Beispiel bei Hugo von Trimberg eine Stelle, wo er sagt, der Laien leisen durch deutsche Land sind einfältig und doch Bass bekannt, denn mannig Kunst, auf die geleit ist, große Kost und Arbeit. Und diese leisen, die einstrophigen Lieder, die mit Kyrieleis enden, bildeten einen wichtigen Fundus für die ersten evangelischen Choräle. Luther schreibt zum Beispiel, sein Christ lag in Todesbanden unter dem Obertitel Christ ist erstanden, gebessert. Also die leise Christ ist erstanden, erweitert und umgebaut. Und in gewisser Weise ist das Lied, was Elisabeth Kruziger schreibt, auch so ein Umbauprojekt mittelalterlicher Melodie und Textbausteine. Ich habe rechts noch den heiligen Antonius mit einem Schwein abgebildet, denn das gehörte natürlich auch zu den Klängen der Stadt dazu. Die Glocken, die die Schweine umhatten und die markierten, dass sie für die Antoniter reserviert waren. Und gleichzeitig leite das über zum Thema Tiere und ihre Geräusche. Die Stadt war natürlich auch erfüllt von Vogelgesang, das auch in weltlichen Liedern besungen wurden, also Lieder wie die Vogelhochzeit gehen zurück auf mittelalterliche Quellen. Es konnte aber auch ironisch und polemisch eingesetzt werden. In dem Vorwort zum Enchiridion, das von einem anonymen Verfasser geschrieben wurde, heißt es, diese Lieder sollten das Gebrüll der Baalspriester ersetzen, als die er das lateinische Kleriker, den lateinischen Klerikergesang bezeichnete. Und das wird hier auch in diesem ironischen Holzschnitt der vom Wolfsgesang gezeigt, wie links vorne ein Dudelsackspieler begleitet, wie die anderen Wölfe singen, um die Gänse ins Netz zu holen. Bei den nicht so schön tönenden Gesängen sind wir bei dem vielleicht Hauptunterschied, den Elisabeth von Meseritz, die dann den Kaspar Kruziger heiratete, in Wittenberg erfahren konnte, waren nämlich die ganzen Stadtgeräusche, denen sie ausgesetzt war, nachdem sie nicht mehr durch die Klausurmauer abgeschirmt wurde von dem weltlichen Lärmen. Und ich habe etwas spätere Drucke hier als Beispiele genommen, zum Beispiel die Straßenverkäufer, die in Köln 1589 abgebildet wurden und von denen jeder seinen eigenen Ruf hatte, wie er dann bis noch in die frühe Neuzeit zum Beispiel von den Lumpensammlern gesungen wurde. Es gab ein ganzes Genre in England, die London Cries, also Musik, die komponiert wurde aus den anpreisenden Gesängen der Marktschreier. Gab es auch in Frankreich. Hier ist eine Frau, die ihre Heringe anpreist, gezeigt. Und ich habe einen selbst gebackenen Hot Cross Bun dazu
gelegt, weil eines der Kinderlieder, was weiterhin in England gesungen wird, beruht auf so einem Straßenverkaufsschlager. Hot Cross Buns, Hot Cross Buns, one a penny to a penny, Hot Cross Buns. If you have no daughters, give them to your sons, one a penny to a penny, Hot Cross Buns. Diese Art von alltäglichem weltlichen Lärm konnte sich auch in die Nacht durchsetzen. Und ich habe hier einen Holzschnitt aus einem Nachdruck von Sebastian Brandts Narrenschiff gewählt, wo er das nächtliche Ständchen singen verdammt, wo sie mit Saitenspiel, mit Pfeifen singen, am Holzmarkt über die Blöcher springen, das durnt Studenten, Pfaffen, Laien. Die Pfeifen zu dem Narrenrein, einer schreit, juchzet, brüllt und blört, als ob er jetzend würd ermörrt. Sebastian Brandt war offensichtlich kein Liebhaber des Ständchens, wie auch die Frau nicht, die hier sich nackt aus dem Fenster lehnt und ihren Nachttopf über die Musikanten, die mit den Lauten und Pfeifen unter dem Fenster stehen, ausschüttet. Es gibt auch aus den Wittenberger Drucken und aus anderen Gegenden viele solcher Lieder, die für nächtliche Ständchen vorgeschlagen wurden, vor allem sogenannte Tagelieder, also die Trennung der Liebenden nach einer gemeinsam verbrachten Nacht thematisieren und beklagen, wie hier ein ander hübsch Lied, also es ist das zweite Lied, was in dem Band, das mit Vogelgesang anfängt, folgt, genannt »Er ist der Morgensterne, erleucht mit hellem Schein«, er weckt uns mit seinem Gesange von dem allerliebsten Main. Da wird also beklagt, dass der Morgenstern aufgedrungen ist, weil das bedeutet, dass die Liebenden sich trennen müssen. Wobei der Liebhaber sagt, er hat um durch deinetwillen gesungen eine lange Nacht. Dies ist ein sehr einfach gebautes Lied, nur mit vier Zeilen pro Strophe und einem sehr lockeren Reim. Es ging auch sehr viel kunstvoller und dafür stehen vor allem die Meistersinger, die die mittelalterliche Liedkunst zu einem breiteren Publikum brachten, indem sie bestimmte Töne, Melodieformeln übernahmen von den alten Meistern und darauf neue Texte dichteten. Hier rechts ist aus der British Library ein Heft, das heißt ein schön Meistergesang, wie die groß und mächtig Stadt Troja zerstört ward durch die schönen Königin Helena aus Griechenland in des Regenbogen langen Ton. Der lange Ton des Spruchdichters Regenbogen war ein sehr beliebtes Muster und das wurde auch fortgesetzt. Und Elisabeth greift auch tatsächlich auf solche komplexeren Strophenformen zu. Links sieht man ein bisschen spätere Darstellung, die aber wohl auch die Situation des frühen 16. Jahrhunderts spiegelt. Die Meistersinger sitzen abgeschirmt um einen Tisch, singen ihre Lieder, während auf der Kanzel der Merker steht und genau markiert, ob sie alles korrekt gesungen haben. Alles unter dem Schutz von König David als dem Erzmeistersinger. König David meldet bereit, ihr Königreich auf Erden weit, singet Gott fröhlich immer da, Lob singet dem Herrn Sela. Psalm 87 steht als Motto oben drüber. Diese Meistergesangskunst wurde auch
auf studentischer Seite gepflegt und in weltlichen Liederbüchern zusammengestellt. Wir haben aus Wittenberg kein Studentengesangbuch, soweit ich weiß, aber aus dem ja nicht so weit entfernten Rostock, wo deutlich ist, dass die Studenten aus aller Herren Länder ihre Lieblingsmelodien und Texte mitbrachten und in handgeschriebenen Gesangbüchern zusammenstellten. Ich habe hier abgebildet das Lochhammer Liederbuch aus Süddeutschland, denn daraus hat Elisabeth Kruziger wohl direkt die Inspiration für die Melodie ihres Chorals geschöpft. Es ist ein Tenorlied, das zur Laute gesungen werden konnte. Und hier die Stimme eines Liebhabers, der klagt, dass er ohne seine Geliebte nicht sein kann, repräsentiert. Ich singe mal die erste Strophe, um einfach das Melodiemodell vor Augen oder vor Ohren zu führen. Mein Freund mich sich wohl mehren, Weltglück mein Helfer sein, Glück tät mich ernähren, verwund mein sehnlich Pein. Ich hätt mir aus Erlesen ein minnigliches Weib, an der steht all mein Besen, ich kann an sie nicht gnesen, das macht ihr stolzer Leib. Und Elisabeth Kruziger nimmt nun diese Kanzonenform, verkürzt sie um eine Zeile, aber behält die Melodiegrundstruktur bei, ändert sie rhythmisch so ab, dass es für eine Gemeinde besser singbar ist. Herr Christ, der einig Gott, Sohn, Vater, Seele, Ewigkeit, aus seinem Herzen entsprossen, gleich wie geschrieben steht, er ist der Morgensterne, sein Glänzen streckt der Ferne, für anderen Sternen klar. Hier ist also der Morgenstern in genau der gleichen Wendung. Er ist der Morgensterne wie in dem weltlichen Tagelied positiv gewendet auf Christus, den Gottessohn, und ist so auf die Melodie passend gemacht oder so in die in die Versstruktur gesetzt, dass die höchste Melodieform auf ihn drauf passt. Er ist der Morgensterne, sein Glänzen streckt der Ferne. Ich könnte jetzt die anderen Strophen daraufhin durchgehen, wie sowohl motivlich wie melodiemäßig sie Elisabeth Kruziger Anregungen der Klangwelt, die Anfang des 16. Jahrhunderts ihr in Wittenberg begegnete, umsetzt. Aber ich will zum Schluss kommen und nur auf noch ein wichtiges Element, die Festmusik in der Stadt kommen. Es gab also Gruppen von Turmbläsern und Stadtpfeifern, die zu festlichen Gelegenheiten spielten, zum Beispiel, wenn der Kaiser zu Besuch kam. Und deswegen ist es auch nur passend, dass ich als Abschluss einer Geburtstagsfanfare zu Ehren des Geburtstagseinzugs von dir, lieber Ulrich, spiele. Feiere schön!